und herzlich willkommen bei der Scooterschraube. Das ist mal ein Werbevideo, wo ich euch einfach nur mal einen Tipp oder einen Trick zeigen möchte, wo man Fett mit sauber verarbeiten kann. Also wie jetzt zum Beispiel, ihr kennt das, wenn ich hier diese Tube in der Hand habe. Ich will hier keine Werbung machen, deshalb halte ich die jetzt mal so rum. Zumindest für diese Sorte, weil ich habe nichts davon. Ihr wisst, ich gehe hier immer mit einem Pinsel rein. Und das ist ja auch zum Vorteil. Ich meine, man hat immer saubere Hände, man kommt relativ weit rein, also man kommt bis unten zum Boden. Aber ich möchte nochmal was anderes zeigen. Und zwar habe ich über Amazon mir ein 10er Spritzenset gekauft. Das sind also von Inhalt 60 Milliliter. Das sind oder nutzen hauptsächlich Hobbybastler und auch Modellbauer zum Beispiel, weil hier nämlich eine ganz feine Spritze mit bei ist. Falls man hier Kleber mal reinmacht oder irgendwas, hat man die Möglichkeit und kann da wirklich gezielt und fein sauber arbeiten. Ich verwende diese Spritzen aber für was anderes. Das hatte ich schon länger vor, habe oder bin immer wieder von abgekommen. Ich möchte diese Spritze für was anderes zweckentfremden. Ja, so heißt das Wort, glaube ich. So war das. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ich nehme hier jetzt mal eine raus. Schneide das nur so weit auf, dass ich eine Spritze hier rausbekomme, dass die anderen nicht gleich hinterher rutschen und rausfallen. Also eine Spritze. Sie hat natürlich auch einen stumpfen Aufsatz. Also sie ist vorne stumpf. Und wie gesagt, 60 Milliliter. Lässt sich gut ziehen und drücken. Ja, dann habe ich mir, und zwar, ihr wisst, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, hier mit meinem Pinsel habe ich mir eine Leiste geschnitten, freihand sogar, und schön sauber abgeschliffen, dass sie recht glatt ist. Also sie ist nicht rau und die glättet sich mit der Zeit natürlich selber noch ein bisschen, so dass ich natürlich auch in dieses Teil hier reinkomme. So kann ich nämlich auch was rausschöpfen, wenn es sein müsste. Wie jetzt in dem Fall. Ich möchte hier dieses Fett aber nutzen. Das ist hitzebeständig und wirklich trotzdem geschmeidig, aber super gut zu verarbeiten. Das ist Sponsorfett auf jeden Fall. Das würde jetzt nämlich heißen, diese Spritze werde ich jetzt zweckentfremden. Ich ziehe sie auf, nehme hier meine Leiste und gehe mit meiner Leiste erstmal hier an den Rand lang. So kann ich mir nämlich gleich etwas mehr noch ziehen und werde dieses Fett jetzt zweckentfremden. Jetzt habe ich hier natürlich eine recht breite Leiste. Deshalb machen wir das mal anders. Und ich nehme immer nur ein Teil und tue das hier rein. Das würde heißen, das dauert jetzt zwar ein bisschen länger, aber der Effekt wird mit Sicherheit gut sein. Ich würde sagen, ich fülle das jetzt hier ein bisschen auf. Man braucht es ja nicht randvoll machen, aber dass auf jeden Fall schön Fett drin ist. Zum Schluss muss ich das dann eh abwischen. Das geht eh nicht anders. Ich sollte mir vielleicht doch noch mal eine etwas dünnere Leiste machen. Ich fülle das jetzt hier auf und dann sehen wir uns sofort wieder. Also mit den Befüllen. Das klappt schon mal ganz gut. Einfach, ich wollte euch das nochmal zeigen, einfach
auch ein bisschen reinschieben, weil es soll ja noch ein bisschen mehr rein. Es soll ja nicht bei dem bisschen nur bleiben, weil ich möchte die Spritze ja schon ein bisschen länger nutzen. Deshalb ruhig ein bisschen runterdrücken. Und das war jetzt ein bisschen übertrieben viel. Aber das geht. Und rein damit. Wie gesagt, das ringsrum muss man dann eh sauber machen. Aber das sollte schon bald reichen, weil so viel Fett braucht man normal nicht. Also nicht sofort, dass man das zumindest sofort verbraucht. Können ja noch ein bisschen was hier reintun. So, dafür mache ich das hier am Rand. Also so ein Holzstück ist schon wirklich gar nicht so schlecht. Das ziehe ich jetzt hier auch noch rein. Wie gesagt, das machen wir dann sauber. Aber das sollte jetzt auch schon reichen. Das würde bedeuten, ich habe hier ein Tuch und wische hier zumindest den Rand mal ein bisschen nach, dass das ja erstmal ab ist und ich mir nicht gleich auf der Stelle fettige Finger hole. Weil das ist ja auch ein Vorteil, wenn man das als Spritze nutzen kann. Deshalb langsam reinschieben. So sieht das dann aus. Und drücken. So, jetzt kommt gleich das Gute. Hier ist meine Spritze. Die habe ich ja noch nicht ausprobiert. Ich habe es erstmal nur bis unten hingedrückt ungefähr. Ein bisschen Luft ist hier noch drinne. Möchte euch jetzt einfach mal demonstrieren, zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier was fetten möchtet. Also hier ist ja eine angeschweißte Mutter unter und ihr seid oder denkt euch, ja, dass das hier zumindest die Schraube nicht weiter rostet. Nehmt ihr euch einfach die Spritze und drückt etwas. Schon habt ihr hier einen Rand und könnt das Ganze einfach so reindrehen. Und vor allem, man hat saubere Hände. Und den Rest hier, den ziehe ich zumindest ein bisschen zurück, dass das ein bisschen nach drinne arbeiten kann. Vor allem, so ein bisschen kann man ja immer abwischen. Ich mache das mal so. Das bisschen zum Beispiel kann man abwischen, das ist ja nun nicht so viel. Aber ihr habt eben die Möglichkeiten, um saubere Hände zu behalten, zum Beispiel. Aber es gibt da noch einen Trick. Ich habe jetzt meine Spritze hier sauber gemacht und nutze diesen Aufsatz hier. Hier hängt noch irgendwie ein bisschen Plastik dran. So, das heißt, ich tue diesen Aufsatz hier jetzt reindrehen. Der wird nicht reingeschoben, der wird richtig festgedreht. Also, man muss natürlich drücken. Also, das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich jetzt der Meinung bin, ich möchte hier noch was fetten, wie jetzt zum Beispiel hier bei der Ölpumpe, dann lege ich einfach mein Fett hier auf und dichte oder fette somit meinen Bautenzug. Ich drücke jetzt hier noch mal ein bisschen. Wie gesagt, das kostet ein bisschen Kraft, das Drücken. Aber letztendlich kommt ihr auch so irgendwo ran, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Also einfacher ist natürlich, wenn ich das hier abdrehe, aber ich ziehe erstmal alles richtig zurück und kann jetzt hier meinen Aufsatz abmachen. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwergängig, aber man kann es zur Not auch noch ein bisschen kürzen, dann geht das ein bisschen einfacher. Aber ihr habt die Möglichkeit und könnt jetzt hier zum Beispiel Druck aufüben und das hier geht natürlich sehr, sehr leicht. Und ihr könnt hier schon einfach euer Fett dran machen. Es ist ja so, man zieht hier einfach alles
zurück, dass immer ein Sog drin ist. Und ihr könnt diese Spritze ins Auto legen, in den Roller, ins Quad, wo ihr eben möchtet. Und da kommt so schnell nichts durch. Ansonsten, um sicher zu gehen, schraubt ihr einfach diesen Aufsatz drauf, dann kommt nur gar nichts raus. Schöner wäre es natürlich noch eine Kappe hierfür. Ja, kann ich alles haben. Auf jeden Fall habt ihr dieses Teil natürlich drauf, also ihr müsst richtig Druck ausüben. Je nachdem, die Konsistenz von diesem Fett, ist es dünner, geht es natürlich einfacher. Aber in dieser Tülle hier befindet sich wirklich gutes Fett, was dann eben auch ein bisschen schwieriger rauskommt. Auf jeden Fall wollte ich euch das einfach mal vorführen und ich hoffe, der ein oder andere kann diesen Tipp mitnehmen oder vielleicht sogar verwenden. In dem Sinne sehen wir uns natürlich ganz schnell wieder und viel Spaß bei dem Video. Macht's gut, tschüss.